This is the dark side. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. When I'm with you, I wanna dance all night. Hallo liebe Leute da draußen vorm Fernsehbildschirm, Handybildschirm, Computerbildschirm, was auch immer, ich fuchtel schon wieder so viel mit den Händen rum. Ja, herzlich willkommen zu Fragen und Antworten 7. Ja, 7. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Heute nicht mit extra Stimmen, da es ein paar Komplikationen gab. Welche genau, ist jetzt nicht wichtig. Auf jeden Fall fangen wir gleich mit der ersten an von Games hoch 10. Seine Frage lautet, welche Schuhgröße hast du? Meine Schuhgröße. Die kann ich dir zeigen. Einen Moment, ich hol dir meine Schuhe. So, da bin ich wieder und ich habe meine Schuhe mitgebracht. Wie du siehst, sie passen so fast gar nicht mehr in den Bildschirm. Und das ist eine Größe von, ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera sehen kann. Nur damit es der Beweis ist. Hier sieht man's. Bisschen drehen. Nein. Hier steht's. 48. Ich weiß, es sind Kindersärge. Aber was soll man machen, wenn man auf großen Fuß liebt? Ich bin immerhin 1,98 groß. Und da braucht man sowas. Ich habe aber sehr Probleme beim Schuhkauf. Ach ja, und nicht wundern, dass meine Haare so komisch aussehen. Ich sehe es nämlich gerade. Ich bin nicht ungeduscht, sondern ich bin genau jetzt geduscht. Ich habe sie nur nicht geföhnt. So, weiter mit der nächsten Frage. Nächste Frage lautet, wie lange hast du schon eine Brille? Ich trage eine Brille? Oh mein Gott! Nein, Spaß beiseite. Natürlich, meine Brille habe ich jetzt, seitdem ich 18 bin, wegen meinem Führerschein. Also, 2 Jahre? Moment, ich bin 19. Nein, ich bin jetzt dann 20. Ich werde 20 am 9.3. Also, 2 Jahre. 2 Jahre! Oh mein Gott, ich bin eine Brillenschlange. Als Brillenträger darf man sowas sagen. Okay. Nächste Frage. Achso, die war für übrigens von Gamer TV News. Tut mir leid, dass ich den Namen vergessen habe. Die nächste Frage wieder mal von der Chris spielt. Hi Chris. Hast du schon mal Oblivion bzw. Skyrim gespielt? Mhm, habe ich. Und ich bin so oft gestorben, das ist nicht normal. Aber es macht Spaß. Leider habe ich es nicht für online, weil ich es auf der PlayStation gekauft habe. Und ja. Was soll ich sagen? Aber es ist geil, es macht Spaß, nur nach einer Zeit wurde es mir langweilig und ich habe es dann in die Kiste geschmissen, wo alle meine Spiele sind, die ich nicht mehr spiele. Tja, schade. Nochmal eine Frage von der Chris spielt. Achso, nein, es war eine Aussage, Entschuldigung. Und zwar, ich fand das gut mit dem Stimmverstellen. Ja, ich fand das auch gut, aber wie gesagt, es gab ein paar Probleme und ich soll das doch nicht mehr machen. nächste Frage von Mr. Alles Tester TV. Was für ein Handy hast du? iPhone! Also, nur um zu sagen, wenn jetzt viele sagen, Samsung ist viel besser und iPhone ist scheiße. Ich habe dieses Telefon geschenkt bekommen und ein Schenkengaul schaut man nicht ins Maul, nicht wahr? Und ich find's toll, ich meine, es war jetzt mein erstes Handy mit Touchscreen, guck mal. Wie ist dein Eindruck zur PlayStation 4? Das ist deine nächste Frage. Entschuldigung für den kleinen Ausraster. Mein Eindruck zur PlayStation 4. Die PlayStation 4 wird geil. Richtig geil. Also sie soll ja Livestream-Möglichkeiten haben und was weiß ich nicht alles. Und das wird Hammer. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Die PlayStation 4 werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich hoffe nur, dass GTA 5 noch für PlayStation 3 erscheint, weil... GTA 5... Aber weiter. Ja. Die nächste Frage ist sehr gut. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Und zwar kommt die von der lieben Google, alias 256495AS. Übrigens, wunderschöner Name. Und zwar, wenn du ein Gemüse wärst, welches wärst du dann? Wenn ich ein Gemüse wäre, welches wäre ich dann? Eine Karotte? Gemüse? Brokkoli? Ich glaube, ich wäre eine Karotte. Ich meine, ich bin so groß wie eine Karotte. Also, im Verhältnis zu anderen Obst ist eine Karotte groß. Also, ich bin ja auch groß und meine Schuhe ja auch. Sind, guck mal, in welchem Verhältnis die zu meinem Kopf stehen. Schon krass.
Also ich glaube, ich wäre eine Kord. Nächste Frage von ihr. Was ist dein Lieblingsbadezusatz? Mein Lieblingsbadezusatz ist Meersalz. Mag ich einfach und es ist gut für die Haut. Also Meersalz. Erstes PC-Game, was du bewusst gezockt hast. Erstes PC-Game, was ich bewusst gezockt habe. Was war denn das? Minesweeper? Das war eigentlich so das erste, was ich gespielt habe. Danach kam irgend so ein komisches Billard-3D-Spiel. Und dann Rollercoaster Tycoon, genau, Rollercoaster Tycoon. Das ganze alte Spiel mit dem Pixel-Zeug und was weiß ich nicht alles. Ich habe es geliebt. Mein Lieblingsspiel. Ja. Naja, und ich sehe, das waren auch schon wieder alle Fragen. Mann, vergeht die Zeit schnell. Tja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und ja, haut rein. Lasst es nicht sein. Kommt wieder in meinen Kanal. Ich mag's. Gern, wenn ihr kommt. Verdammt, der Reim wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. Okay, also, wir sehen uns. Macht es gut. Euer iPodgenix. Haut rein!